Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hitzebox von Shara. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hitze von Shara, das Ganze am 14. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Shara. Wir haben hier die Box vorliegen. Wie man an der Beleuchtung an einem Tisch sehen kann, bin ich immer noch im Ausland. Deswegen sorry für die Licht- und Tonverhältnisse. Demnächst, nächste Woche, haben wir das dann alles wieder im Griff. Da bin ich dann wieder daheim. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und holen die Box aus der Folie. Und dann kann es auch schon losgehen. So, das ist die Box Hitze. Ja, sieht von der Optik auf jeden Fall nach Hitze aus. Wir haben hier ein Flammeninferno. Oben lesen wir den Interpretennamen Shara, dann darunter Hitze. Ansonsten hier alles, wie gesagt, voller Flammen. Auf der Seite ebenso. Hier lesen wir noch Alte Schule Records. Shara Hitze. Auf der linken Seite ident. Oben Alte Schule Records. Unten Flammen. Und auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Shara Hitze, Barcode, Beteiligte, die Logos und die Labels. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Boxformat ist recht ungewöhnlich, denn wir haben hier eine hochformatige Box. Der Boxdeckel ist abnehmbar von innen in weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. So, als erstes haben wir hier einmal eine Autogrammkarte. Dann haben wir das Album an sich. Ein Shirt. Dann so ein kleines... Was ist das? Ich glaube, das ist das Feuerzeug. Schauen wir uns da noch an. Eins, zwei Sticker. Und ein Poster. Ja, ansonsten ist hier nichts weiter drin, von innen in weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann schauen wir uns das mal an. So, Shirt und CD kommen hier noch in Folie. Also, einmal das Shirt. Und als zweites haben wir das Album. Dass hier in Folie kommt. So, einmal hier aufschneiden. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, das ist das Album. Kommt hier in einem regulären Jewelcase. Shara Hitze darunter auch nochmal zu lesen. Also zweifach, einmal groß, einmal klein. Dann haben wir hier den Interpreten abgebildet. Shara mit einem Pulli von Stone Island und einer Jogginghose von Ralph Lauren. Nike-Schuhe und hier wird gerade Hitze erzeugt. Also er entzündet hier gerade einen Molotow-Cocktail. Shara Hitze plus Katalognummer. Und auf der Rückseite die Tracklist. 12 Tracks an der Zahl. Features haben wir hier von Jeju, Hayes, Olexesh und AK33. So, Barcode, Beteiligte, Labels und so weiter. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Als erstes geht es wie immer ins Booklet. Und was gleich auffällt, die Rückseite ist auch mit einem Cover. Also das hier so als Wendecover zu verwenden, kann man dann natürlich austauschen, je nachdem welche Seite man bevorzugt. Diese hier oder diese. Ich werde es jetzt mal beim regulären belassen. Dann geht's los. Auch hier wieder alles in diesem Stil, in diesem Artwork hier, Feuer ohne Ende. Shara Hitze, Alte Schule Records, Aschaffenburg 2020. Das ist ja die Heimat von Shara, Aschaffenburg. So, dann haben wir die Credits. Mixing, Mastering, Artwork, Fotos, okay. Weitere Fotos. Dann hier einmal im Cabrio mit der Gang. Mercedes in diesem Fall. Weitere Fotos. Sind Fotos aus alten Tagen, auch Kinderfotos. Und dann haben wir die gesamten Beat-Produzenten, ebenso wie die Textschreiber der einzelnen Tracks. Okay, wunderbar. Also die wichtigsten Infos, die Credits
und die Beat-Produzenten alle mit drin. Die CD ist auch wieder komplett hier in dieser Hitze, in dieser Flammenoptik. Und dahinter wieder der entzündete Molotow-Cocktail. Gut, das war's zum Album. Als nächstes haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Die kommt hier im Hochformat. Auch hier wieder der Pullover von Stone Island. Dann auch noch mit einer schwarzen Umhängetasche. Und mit blauem Stift dann hier Schara unterschrieben. Rückseite sieht so aus. Alles wieder im Flammendesign. Zwei Sticker. Einmal, zweimal. Beide hier im Querformat. Auch hier wieder zu lesen. Schara Hitze in Flammenoptik. Hochglanz. Ein Shirt ist mit dabei. Das ist hier in Schwarz. Und wir haben hier das Shirt mit weißem Aufdruck. So sieht das aus. Riesengroß wieder die beiden Schriftzüge, also Albuminterpret plus Albumtitel. Ansonsten ist hier alles in Schwarz gehalten. Auf der Rückseite ebenso. Alles in Schwarz. Dafür haben wir auf dem Ärmel hier auf der linken Seite, also im Schulterbereich, dann ja, Oberarm, dann diesen Aufdruck hier, also das Logo von Alte Schule Records. Rechts ist das Ganze blank. Und bei dem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Dominikanischer Republik. Grüße gehen raus. Shirtgröße war nicht wählbar, die war einheitlich in allen Boxen gleich. Also Unisize L. So, Shirt packen wir zur Seite. Dann haben wir dieses kleine Kartonteilchen hier. Wie gesagt, ich glaube, es war ein Feuerzeug mit dabei, denn ja, genau. So sieht das aus. Bin jetzt nur etwas überrascht, was die Farbe betrifft, denn ich glaube, als man den Boxinhalt so vorab sich ansehen konnte auf dieser Abbildung, auf dem Foto, da war, glaube ich, das Feuerzeug in Gold abgebildet. Das ist jetzt in diesem Fall nicht der Fall, sondern wir haben es hier in Silber mit dem Schriftzug hier wieder Schara Hitze. Ansonsten nichts. So sieht das aus. Also ein klassisches Sturmfeuerzeug von der Marke Zor. Gut, ansonsten gibt es hier dann noch so einen Beipackzettel, Warnhinweis, wie man damit umzugehen hat. Kommt in diesem kleinen Karton. Und wie gesagt, hier haben wir auch noch einen Barcode auf der Seite. Gut, das war es soweit zu dem Feuerzeug. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Poster. Und auch hier wieder das altbekannte Bild, also hier unten wieder die Schriftzüge, Schara Hitze. Und dann haben wir hier den guten Mann abgebildet wieder mit der Flasche, die gerade entzündet wird. Ja, das Ganze ist einseitig bedruckt, nein, beidseitig sogar, okay. Passt gut, denn ich glaube, es sind genau die beiden Fotos, die wir auf dem Cover hatten. Wir erinnern uns, das war das Cover, das ist die Vorderseite, genau, das wurde hier auf dem Poster verarbeitet. Und dann haben wir hier dieses Wendecover gehabt. Dieses hier, ja, bis auf die Tatsache, dass wir hier noch ein bisschen diese Flammenoptik unten und oben haben, die fehlt hier auf dem Poster, aber ansonsten ist das genau dieser Bereich, dieses Bild hier. Jawohl. Ja, also das Poster beidseitig bedruckt, beide Male im Hochformat, kann man sich dann auswählen, welche Seite man lieber aufhängt. Okay, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt, beide Seiten im Hochformat. Dann haben wir das Shirt, Gildan in der Größe L, wie gesagt 100% Baumwolle. Das Feuerzeug, das Sturmfeuerzeug mit dem Aufdruck. Die beiden Sticker, die unterschriebene Autogrammkarte und natürlich das Album an sich, Hitze von Schara, mit insgesamt 12 Tracks und 4 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Hitze von Schara. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Schara unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.